möchte ich euch zeigen, wie man diese Ballkleider macht. Einmal mit so einem Haarreif. Okay, bis gleich. Jetzt habe ich mein Püppchen hier so ein Abendkleid gemacht, genäht. Das möchte ich euch ja jetzt zeigen. Und zwar brauchen wir da, ich wollte das jetzt mal in weiße Spitze machen. Spitze in weiß. Und hier oben, das Oberteil, mache ich wieder genauso. Dieses Band. Dann möchte ich hier diese Rüschen, die ich hier habe, möchte ich mit dieses Pink machen. Dann brauche ich für hinten dieses Klettband. Kleber brauche ich für hier dieses Band. Das muss ich einmal hier so zusammenkleben. Dann das Garn natürlich. Ja, und mein Püppchen. So, okay, dann fangen wir damit mal an. Also jetzt machen wir zuerst das Oberteil. Und zwar nehmen wir dieses Band. Mal deine Ärmel hoch. Und das halten wir jetzt hier so ganz so rum, damit wir ungefähr sehen, wie breit das werden muss. Tun wir aber ein bisschen breiter, weil das muss ja nachher der Klettband hier drüber gehen. Okay, das wäre dann bis hier. Das brauche ich jetzt zweimal. Einmal. Und dasselbe nochmal. So. Das wäre dieses. Das tun wir nämlich jetzt, damit das trocknen kann, zuallererst kleben. Dann nehme ich meinen Kleber. Und zwar hier unten, nur hier unten eben etwas Kleber dran. So. Das reicht mir. Sonst ein anderer wird alles genäht. Ich bin ja nicht für das Kleben. Ihr könntet das vielleicht auch jetzt nähen, aber ich mache ja nachher hier die Abnäher. Da wird das auch genäht. Damit hält das auch. So, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Habe ich wieder auf mein Band gekleistert. Schlimm. So, das war das. Jetzt nehmen wir, wenn ihr jetzt eine Spitze habt, die hier von oben bis unten reicht, dann braucht ihr das hier nicht dreimal zu machen, habe ich aber nicht. Ich hatte nur dieses. Also mache ich davon jetzt drei Bänder, die ich nachher hier zusammennähe. Ich hatte eine Größe von 40 cm. Also vom Band 40 cm. Da. Okay. Und das brauche ich jetzt dreimal, weil ich habe da drei, bis ich unten am Boden war. Ich wollte halt ja bis ganz unten. So, auch noch einmal. Noch einmal, dann habe ich meine drei. Okay. Die Spitze brauche ich auch nicht mehr, fällt mir bestimmt für den Rest wieder was anderes ein. Dieses Band ist ja gekräuselt, also das möchte ich doppelt so lang. Also einmal, zweimal. So, und dann auch das jetzt zweimal. Ihr könntet hier unten auch nochmal so ein Band nehmen, aber dann wäre mir da zu tief unten. Fand ich, dass das reichte. Okay. Dieses legen wir jetzt so aufeinander. Einmal, zweimal. Ihr könnt jetzt, damit euch das nicht immer wegrutscht, das zuerst jetzt festnähen. Ihr könntet auch kleben, aber ihr wisst ja, ich halte ja nichts von Kleben. Hier müssen wir jetzt zuallererst, da brauchen wir diesen Faden und eine Nähnadel. Na, das ist was ausgefranst, da komme ich so schlecht da rein. Hab da einen Kuli drauf. Kriege ich doch nicht ab. Irritiert jetzt meine Nadel. So,
Und zwar ungefähr so, dass das hier gut. Dann mache ich hier unten einen Knoten. Dann gehe ich hier oben rein. Gehe ganz durch und ziehe jetzt hier da in der Mitte. Dann dadurch geknotet ist das dann fest und kann mir nicht hier da durchschlupfen. So. Und jetzt wird das gekräuselt. Jetzt gehen wir bis ganz zum Schluss hier da. Und das dauert eine Zeit lang. Das mache ich jetzt ohne Video. Das könnt ihr ja auch. So, und das machen wir jetzt zweimal. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich das hier gesteckt. Wenn ihr das jetzt nicht so hinkriegt, mit dieses aufeinanderlegen und dann das auch, und dass wir das zusammennähen, dann näht ihr jetzt zuerst dieses und dann dieses gekräuselte da drauf. Und sonst steckt ihr das jetzt, wie ich das oben gemacht habe, hier das zusammen, also alle drei Bahnen, und näht das dann hier vorsichtig hier zusammen. Das wäre denn das. Das ist einfacher, wenn ihr jetzt ein Spitzenband am Stück habt und nicht wie ich, dass ich drei Stück stückeln muss. Aber so sah es auch gut aus. Jetzt ist das trocken, was ich ja für oben hatte. Ich habe hier, da seht ihr das, weiße Abnäher. Dann nimmt ihr das jetzt hier in der Mitte. Halt, rechts auf rechts, dass die linke Seite hinten noch rauskommt. Und dann macht ihr euch hier, also hier ungefähr eine Abnäher hin, dreht das so rum und hier so, sodass wir auf alle beide Seiten nachher hier eine Abnäher macht. Und da das ja weiter nach unten reicht, seht ihr, dass der Abnäher also mindestens bis hier unter den Busen geht. So. Dass er hier groß ist. Also bei mir reicht das hier, wo ich das geklebt hatte. So. An diese Seite genauso. Dann könnt ihr das ja nochmal vorsichtig hier so hinhalten, dass das hinhaut. Dann nehmt ihr euer weißen Faden. Abnäher ja natürlich unten etwas größer und geht jetzt hier vorsichtig so nach oben, und damit das nicht ausrüffelt, geht er nachher noch einmal runter. So. Und dann hier auch noch einmal so runter. Und das an alle beide Seiten. Und jetzt nähe ich dieses fertig und hier dieses. Jetzt habe ich das soweit hier fertig. Jetzt nehmen wir das hier oben an dem Oberteil dran. So. Jetzt habe ich ja hier diese Röschen. Jetzt war ich mir zuerst an überlegen, die, aber die passen zu der Farbe nicht. Also tun wir die Röschen mal weg. Und ich tue nachher hier die Steinchen hier drauf. Die haben so ungefähr die Farbe davon. Die tue ich dann mit Heißklebepistole. Also jetzt werden wir das hier so darunter nähen. So hier, dass das auch gleichmäßig so ist. Okay, hier nähe ich das fest. Dann kann ich nachher hier die Steinchen hier drauf nähen. Dann möchte ich hier, seht ihr hier das Klettband. Deshalb nähe ich das hier noch nicht zusammen. Da gucken wir uns das an, wie dieses hier ganz ist. So mache ich das Klettband. Also, und zwar, so wäre mir das zu breit für das kleine zierliche. Also schneide ich das jetzt noch einmal durch. So. Dann habe ich an jeder Seite einen Teil. Das nähen wir dann nachher
hier dran, das knicke ich einmal um, deshalb hatte ich das ja was größer und dann können wir das hier so dran nähen. Ich nähe das auch und tue nicht kleben, weil ich halt von Kleben ja nicht so viel. Mit Steinchen bleibt mir nichts übrig. Okay, das mache ich jetzt. Ich habe das Kleidchen soweit fertig, bis auf meine Verzierung und die muss ich jetzt leider kleben. Und zwar hier entlang. Na, will meine Pistole nicht. Die habe ich doch an. Ja, jetzt. Seht ihr so? Und dann möchte ich da auch noch so ein Haarreif machen. Und zwar von einer Flasche, Plastikflasche, wenn man eine Limoflasche aufmacht, gibt es ja solche Ringe. Die habe ich jetzt durchgeschnitten. Und da mache ich jetzt vorne drauf auch so Steinchen. Na, also das war aber jetzt total daneben. Ja, gehst du jetzt von meinem Finger weg? So, kommen die da dran. Damit die schön zu meinem Kleidchen auch passen. Am Kleidchen könnte ich noch ein paar mehr dran machen. Der dreht sich doch richtig rum. Aber passt auf, das heißt, nein, ich glaube, das reicht schon. Tun wir das mal hier ins Haar rein. So, ja. Könnte man vielleicht noch was mehr, aber das ist doch zu viel Geglitzer. So, hier noch eins. Und an die andere Seite würde ich jetzt auch noch eins. So, ich glaube, das reicht mir. Okay, so. Schaut man, mein Ballkleid ist fertig. Einmal so und einmal in Lila. So, okay. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.